Vor Tausenden von Jahren war die Welt ein vollkommen anderer Ort. Anstatt der Rudel, wie wir sie heute kennen, gehörten alle Löwen zu einem von drei großen Königreichen. Das Königreich des Mondes, das Königreich der Sonne und das Königreich des Sturmes. Das Königreich des Sturmes wurde von Kenzo, der Wanderin, begünstigt. Sie ist die Göttin des Reisens, der Weisheit und des Regens. Das Königreich der Sonne war von Sans, der Gaunerin, gesegnet. Die Göttin des Zornes, des Lebens und der Sonne. Ihr Auge wacht, solange der Tag im Licht erstrahlt. Das Königreich des Mondes stand in der Gunst von Ezra, der Wächterin. Sanses erblindeter Zwillingsschwester, die Göttin der Gnade, des Todes und des Mondes. In jedem Königreich erwählten die jeweiligen Göttinnen einmal in der Generation einen Anführer. Der auserwählte Löwe regierte das Königreich so lange, bis der nächste Auserwählte erwachsen geworden war. My brother.